letzte Aushub aus dieser Grube war letzten Winter. Deswegen ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen Vegetation da drin. Und jetzt werde ich noch einmal ungefähr 20 Kubikmeter rausholen und über Winter wieder ablagern. Was man aber total schön sieht, sind die Schichten. Ne? Man sieht da drüben die Humusschicht und wie abrupt die Humusschicht in die Lehmschicht übergeht. Ne? Das sieht man drüben sehr schön. Also das dunkelbraune oben ist der Humus mit vielleicht 20 cm Überlappungsbereich und dann die helle Schicht ist schon Lehm und das geht jetzt runter. Keine Ahnung, 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter, ich weiß nicht wie tief, aber unendlich viel Lehm, auf dem wir da stehen. Ne? Und das ist das Besondere am Weinviertel, dass die Humusschicht so gering ist. Das ist zwischen 50 und 80 cm und man trifft schon auf den Lehm. Und ich brauche da keinen großen Tagbau betreiben, wo ich da, keine Ahnung, wie tiefe Gruben bauen muss und Gelände abtragen muss, sondern ich bin eigentlich relativ rasch beim Lehm. Das heißt, jeder Straßenbau, der in Niederösterreich gemacht wird, ist eine potenzielle Fundgrube für Lehm, was da an Tausenden, Zehntausenden Kubikmeter von Lehm zur Verfügung stehen würde. Oder jeder Aushub für ein Gebäude, kommt man sofort auf den Lehm. Also das Material ist in unendlichen Massen verfügbar. Ja? Und zwar ohne, dass man da jetzt ganz große, komplizierte industrielle Abbausituationen schaffen muss. Ne? Und das ist schon spannend. Und der Lehm ist eben, wie wir es vorher angeschaut haben, das Stückel, was wir vorher mit Tisch da gesehen haben, da sieht man sehr, sehr schön. Da sind halt diese roten Streifen drin, also mit diesen Metalleinlagerungen. Das hat sich halt einfach im Jahr, Laufe der letzten paar Millionen Jahre, hat sich das halt entwickelt, dieser Lehm da. Ne? Aber es gibt Regionen, wo es nicht so viel verfügbar ist. Ja, ja klar, das ist besonders einfach hier, weil es gibt Regionen, da ist es viel steiniger, viel mehr, viel weniger fest. Also je nachdem, wo man ist, ob das ein Lehm ist, der mit dem Gletscher zu tun hat, ob das ein Lehm ist, der mit Flussläufen zu tun hat oder der mit Bodenerosionen zu tun hat. Da gibt es unterschiedlichste Formen von Lehm oder mehr Kalk drin ist, weniger Kalk drin ist. Da gibt es geologische Karten vom Ministerium, da kann man ganz genau schauen, wo welcher Boden ist. Das ist gut erfasst, das sieht man sofort. Und dann hat man die Qualitäten des Lehms. Aber da im Weinviertel kann man das Zeug eins zu eins nehmen. Ne? Das ist auch so, wenn ich heute sage, ich mache mir meinen eigenen Ziegelstömer her, dann kann ich den Mauer praktisch mit ganz, ganz wenig Kosten, was die Materialkosten brauche ich nicht rechnen, wenn ich meine Arbeitszeit auch nicht rechne, dann kann ich mir die herstellen zum fast Nulltarif, sage ich jetzt mal. Was für eine Mischung Lehm, tut man auch Sandra rein oder ist das noch? Ja, das ist sicher so, der ist halt viel fetter. Das heißt, da ist viel mehr Tonanteil drin. 1:1? Weiß ich nicht, müssen wir die Ziegelhersteller fragen. Wie sie es machen, was alles drin ist, kann ich da nicht sagen. Bei dem Ziegel kann ich das nicht sagen. Wenn das ein Waderstockziegel, wie die halt früher waren, da hast du halt auch noch Stroh drinnen gehabt, nicht? Da ist es vielleicht 1:1 gewesen. Anteil Sand, Anteil Lehm. Das wäre viel zu fett für einen Putz, das wäre viel zu fett, das würde alles reißen sonst. Und dann haben sie Stroh drin gehabt, dass es nicht reißt. Und dann hat man halt den Ziegel gemacht, ausgestülpt, trocknen lassen und dann sehe ich es eh, wenn die alle Ziegel reißen, dann mache ich mir einen magerer. Weil es kommt ja darauf an, welchen Lehm das du hast. Nicht? Du kannst ja einen sandigen Lehm haben und du kannst einen ganz fetten Degel haben nicht? Ja. Als Lehm. Und deswegen kann man nicht sagen, mit Lehm mache ich immer 1:1. Nicht? Das ist, das stimmt überhaupt nicht, nicht. Deswegen muss man immer schauen, welcher Lehm ist es. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass ich mir das anschaue. Ausschlemmen oder solche Sachen. Da gibt es verschiedene Varianten, dass ich prüfe, was für ein Lehm habe ich zur Verfügung. Das machen wir bei den Step-Kurs. Ja, da habe ich noch jetzt unterschiedlichste Tests gemacht. Es gibt so Kugeltests, kann man die jetzt nicht mehr machen, weil sie schon getrocknet sind. Das heißt, man kann den Lehm dann nehmen und fängt an, in der Hand den zu überprüfen und schmeißt es dann am Boden und schaut dann, ob es auseinanderbricht oder nicht. Da gibt es einige Tests, die sind eh bekannt. Das man macht dann eine Kugel und lässt dann aus 2 Meter Höhe fallen und schaut dann, wie ist die Bindigkeit. Wenn da genug Ton drinnen ist, also Tonfraktion, dann bindet es und es gibt dann halt eine Deformation von dieser Kugel. Wenn das jetzt zu mager ist, dass die Sandkörnel nicht genug zusammengebunden sind, dann springt es auseinander. Oder was zum Beispiel solche Rollen, wenn man die hält im nassen Zustand, ob die dann abknickt oder nicht. Was sagt das aus?
Das sagt aus, ob das eben tauglich ist oder nicht. Also wenn ich den jetzt zum Beispiel hier zu einer Kugel forme und sie ist kompakt und ich schmeiße sie am Boden und sie zerbröselt nicht in viele, viele verschiedene Teile, dann hat er mal eine gute Bindekraft, der Lehm. Dann hat man mal den ersten einfachen Test gemacht, um zu sehen, ob der Lehm prinzipiell tauglich ist oder nicht. Ne? Und da kann man dann auch den Fettgehalt, wie ob er mager ist, ob er fett ist, das kann man dann so ungefähr ganz grob einmal testen. Kann man dann auch, ob man es mit dem Messer schneiden kann zum Beispiel. Und gibt es eine ganze Reihe von Tests, die man da anwenden kann. Das habe ich halt hier ausprobiert gehabt. Ne? Da schaut, das sieht man schon, die ist viel bröseliger da. Ne? Und da ist der Lehm, der hat viel mehr Kompaktheit. Ne? Und der ist sicher viel, viel fetter wie dieser Raum. Der ist viel mager und der ist viel fetter. Ne? Ja, ich würde da gern die Aggregatzustände des Lehms kurz erklären und wie sie die verändern können. Also im Prinzip ist das hier, das Ausgangsmaterial, so, diese beiden Elemente, ist der Lehm, so schaut der Lehm aus im Boden. Also das ist wirklich direkt der Aushub hier. Also wenn man den Lehm aus dem Boden herausnimmt, ist das eine kompakte, feste Masse, wo man hier sehr schön auch die unterschiedlichen Zusammensetzungen und Schichten sieht. Das heißt, hier sind wahrscheinlich ein bisschen Kalkverbindungen, da sind metallische Verbindungen drin. Also man sieht sehr schön den geologischen Aufbau. Also diese kompakte Masse, die wird aus dem Boden ausgehoben und das ist das Ausgangsmaterial für alles. Dann muss es in irgendeiner Form aufbereitet werden. Der erste Schritt ist, dass ich einmal den Lehmaushub, ungefähr 30 Kubikmeter, vor dem Winter habe ausheben lassen und den über den Winter liegen gelassen habe. Das heißt, da hat es dann drauf geregnet und natürlich sind dann auch Frost-Einwirkungen gewesen. Und so wird dann dieses ganze Material mürbe und schaut dann im Wesentlichen so aus. Ja? Das heißt, das ist dann ungefähr dreiviertel Jahr später, hat sich das ganze Material dann durch den Regen und durch Erosionen zersetzt. Und dann habe ich hier dieses bröselige Ausgangsmaterial, mit dem ich dann jetzt alle weiteren Schritte unternehmen kann. Das ist der zweite Schritt. Dann wird dieses Material, dieses Lehmmaterial hier mit Sand vermischt. Also diese beiden Elemente werden miteinander vermischt, mit Wasser. Und dann habe ich jetzt da zum Beispiel dann so einen Putz. Das ist natürlich schon hart. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel das hier, wie dann der Putz, den wir drin gesehen haben, aufgebaut ist. Das ist schon ein relativ kompakt. Und was man jetzt sehen kann, obwohl der jetzt schon einige Wochen alt ist, ich kann den, weil er noch leicht feucht ist, immer noch in einer Form ein bisschen bearbeiten und plastisch verändern. Ne? Wenn er dann komplett trocken ist, das sieht man hier, so schaut der Putz dann aus, wenn er komplett trocken ist, ist dann eine ganz feste, stabile, harte Masse, die ist ja, so hart wie halt andere Organe, mineralische Baustoffe, wie zum Beispiel Beton auch. Ne? Das ist dann die Putzoberfläche an der Wand, wie sie fertig ist. Ne? Alles ausgehend von diesem Material hier. Ne? Verkaufen halt auch die Hersteller das Material, weil das ist halt schon trocken. Das Material, was du vielleicht ausgrabst, das ist noch nass. Das musst du selber trocknen. Oder eben aufschütten und die Zeit haben dazu. Und sagst, ja, jetzt lasse ich die Baustelle 14 Tage stehen. Und dass das austrocknen kann, dann tue ich mit meinem Fußbodenaufbau weiter. Deswegen kaufen wir die meisten Leute das. Oder sie haben eben die Maschinen dazu, wenn ich halt weiß ich nicht, einen Traktor habe, einen Zwangsmischer habe und solche Sachen, dann tue ich mir halt schon leichter. Oder einen Radlader oder zum Ausgraben einen Bagger. Das ist nicht so leicht. Das ist schwer. Ja, aber der hat noch einen, das ist schon kaputt. Anderthalb Tonnen, das wird schon. Ja, aber du bist schon beschäftigt. Ja, ja. Machen wir den Schuh. Aber das ist natürlich jetzt auch so. In aller Regel gehe ich dann her, ich würde mir jetzt nicht so ein Material holen für solche Ansprüche. Ja. Sondern wenn man das Material jetzt von der Natur aus verwittern lässt, das liegt ein paar Jahre auf der Halde, dann zfriert das macht die Natur für dich. Das brauchst du nicht selber machen, die Hocken. Nicht? Du gehst dann einfach her und suchst dir das Material, das von Haus aus schon fein ist. So. Und das schaffst du aber und das nimmst du mit. Das ist viel gescheiter, als wie ich habe solche Brocken. Mhm. Wenn ich eine Maschine dazu habe, ist das kein Problem, ob das solche Knollen sind oder ob das schon fein ist. Aber wenn ich keine Maschine habe dazu, dann suche ich mir das feine Material. Und das gibt es in der Natur.
Das macht eh die Natur selber, die Verwitterung. Aus dem Material zum Beispiel kann ich einen Lehmofen bauen. Da wacke ich das ein. Da schmeiße ich das in einen Saudruck rein, oder wie wir das machen, oder in einen Gruben. Gib ein Wasser dazu, das lässt einen Tag stehen. Und morgen ist das. Da kannst du mit den Händen reingreifen. Das zerfällt eh von selber, nicht? Das Wasser macht eh das. Oder sonst, wenn ich es halt trocken brauche, dann tut man es halt mahlen. Das ist schon ziemlich getrocknetes, steiniges Material, das gibt es viel feiner, viel schöner. Und das mischen wir praktisch zusammen mit einem Sand und das mischen wir noch zusammen mit einem Stroh. Da kann ich sagen, ein Teil Lehm, Aushubmaterial, ein Teil Sand nehme ich mir dazu, einen gröberen oder feineren, je nachdem was ich machen möchte. Mein Kopf reicht, also ein 0,3er, 0,4er Sand ist super. Und dann gebe ich halt Stroh rein, ein Teil noch Stroh dazu oder einen halben Teil Stroh dazu, je nachdem wie man das machen möchte. Und das trete ich mir an. Das ist das, was man auf die Bilder gesehen hat. Auch, man, genau, wo ich das zusammentrete. Das kann ich mir praktisch jetzt machen in einer Truche, in einem Trog, in der Erde einen Lucker graben, Wasser reingefüllt in einen lehmigen Boden. Oder, weiß ich nicht, mit Strohpinkeln ein Gras gemacht, eine Plane reingeben. Da kann ich mir das dann abtreten. Gebe ich Wasser dazu und so weiter. Das kann ich mir dann aufmischen. Oder ich kann die Planen hin und her ziehen. Dann dreht sich das immer. Das ist, ich ersetze quasi die Mischmaschine, nicht? In irgendeiner Form. Weil ich das halt mit der Füße mache oder mit den Händen mache. Und das kann ich dann zu Kugeln formen. Und dann habe ich praktisch so eine Kopfkugel. Und mit dem kann ich halt dann was machen. Je nachdem, was ich halt machen möchte. Ich kann das Material nehmen und als Putz verwenden, indem ich es praktisch auf die Strohballenwand aufschiebe und sozusagen auf die Strohwand einmassiere und da praktisch das halt aufbringe von 0 bis 3 vielleicht, ja sagen wir 3, 3,5 cm, kann ich das analog einfach aufputzen. Weil das ist so trocken dann schon, das kann ich ja so trocken mischen, dass ich das praktisch so dick auf einmal aufbringen kann. Und so kann ich meine Putzschicht erzeugen. Das mache ich dann mit der Hand, mit dem Kopf und so weiter. Mit dem gleichen Material kann ich aber auch einen Pizzaofen bauen. Nicht? Oder einen Brotbackofen bauen und so weiter. Gestalterisch kannst du das super einsetzen. Aber so eine Wand wahrscheinlich auch nicht zugelassen, oder? Wie? Das Tragen dem Band. Weit gut nicht. Was sich auch noch aus diesem Material heraus entwickeln lässt, sind dann Pulver. Also das ist dann, wenn man das jetzt malen würde, durch ein Sieb durchmalt zum Beispiel, hat man so ganz ein feines Lehmpulver da. Ne? Und das Lehmpulver könnte man da jetzt verwenden, um feine Putze zu machen oder Lehmschlemmen herzustellen und so weiter. Also das ist auch von dem zu dem dasselbe Material. Ne? Einfach der Zustand, des Aggregat, der Aggregatzustand hat sich verändert. Ne? Und dann kann man jetzt Lehm mit unterschiedlichen Stoffen vermischen. Da haben wir zum Beispiel schon die Sandmischung gehabt für den Putz. Oder man kann Stroh reinmischen. Ne? Und dann kann man aus einem Material Lehm-Strohmischung, das ist sowas. Die kann man dann, wenn man die jetzt ein bisschen feucht machen würde, wäre es ein bisschen kompakter. Die kann man jetzt zum Beispiel nehmen, um was auszustopfen. Hohlräume auszustopfen. Überall dort, wo ich irgendwas brauche, wo ich dämmen kann, weil das Material dämmt jetzt, das hat Dämmwirkung, ja, weil Stroh drin ist, ja, kann ich die Stroh-Lehmmischung für Dämmung, für Dämmzwecke verwenden. Also ich kann es von harten, speicherfähigen, schweren Materialien, das ist speicherfähig, hat natürlich jetzt wenig Dämmwirkung, bis zu Dämmwirkung kann ich die ganzen unterschiedlichsten Funktionen mit Lehm abdecken. Ne. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, die Mischung sieht man da, das sind Hanfschäben, das heißt, das sind von den Stielen unten, werden die abgeschabt, das hat dann so Schäben, und die sind auch mit Lehm vermischt, das ist eine trockene Mischung, wie man da sieht, eine feine trockene Mischung, und die kann man jetzt als Beschüttung im Boden unterbringen, und die hat zum Beispiel ausgezeichnete schalldämmende Wirkung. Ja, das kann man verwenden statt Styroporkugeln und statt Styropor-Estrich oder Leckerkugeln. Das ist rein nur auch wieder Lehm und diese Hanfschäben. Ne? Könnte man auch zum Beispiel so gehackseltes Stroh mit verwenden? Oder dann gehackseltes Holz zum Beispiel? Genau, klar. Man kann auch Holz verwenden. In dem Fall haben sie halt mit den Hanfschäben sehr, sehr gute Schalldämmwerte errechnet. Da gibt es Berechnungen und die Hanfschäben waren das Beste, weil die halt noch hohl drin sind. Das heißt, die haben eine dämpfende Wirkung und Holz ist ja dann
viel kompakter. Ne? Und diese Hanfscheiben sind viel elastischer, wenn man da drauf drückt, ja? Sieht man, wie das da reingeht. Ne? Ja, das ist richtig so eine dämpfende Wirkung. Ne? Ich drücke da drauf und das macht richtig so dämpfende Wirkung. Ne? Habe nicht ich erfunden, aber das haben Leute eben entwickelt und kann man jetzt aber auch selber herstellen. Das habe ich jetzt selber hergestellt. Ich habe Hanfscheiben besorgt. Ist auch wieder lokal verfügbar hier im Weinviertel. Ne? Und mit diesem Lehm hier vermischt, trocken. Und dann hat man Schüttungen. Ja? Und ich bin immer im selben Materialumfeld. Ja? Ich habe immer dasselbe Ausgangsmaterial mit dem Lehm oder Stroh, Hanfscheiben oder Holz. Und das hat immer dieselben Eigenschaften. Es ist immer diffusionsoffen, kapillarleitfähig und es ist komplett synthesefrei, synthetisch frei. Ne? Also das ist schon das, wo man halt dann so ein System sich einmal ausdenkt und in dem System drin sich bewegt, dann hat man auch keine bauphysikalischen Probleme. Ne? Und dann, der nächste Schritt ist jetzt diesen Lehm, das war auch noch ein Experiment mit dem Stampfen im Boden, weil dieser Lehm hier vollkommen ungeeignet ist zum Stampfen. Ne? Weil zum Stampfen brauche ich einen kiesigen Lehm und der ist viel zu sandig, dieser Lehm. Ne? Und trotzdem haben wir dann versucht, Lehmmischungen zu finden, dass man auch ein Stampflehm mit diesem Grundmaterial hier erzeugen kann. Und so schaut der im Zustand aus. Ne? Das sind Kiesbrocken, die sind bis zu 32 mm, ein bisschen größer auch. Und da muss man alle unterschiedlichsten Größen schön verteilt haben. Ne? Ich brauche wirklich von 0, das sind jetzt die kleineren Größen da drin, ne? Das sind kleinere, von 0 bis ungefähr 30 mm schön verteilte Sieblinie brauche ich Zuschlagstoffe für den Lehm, ne? Um so einen Stampf im Boden herzubringen. Das ist jetzt Ton oder nicht? Nein, das sind Steine. Das ist Granit. Granitsteine vom Steinbruch. Okay, weil das sehen so lehmig aus. Ja, weil da ist schon der Lehm drauf. Der ist nur jetzt ausgetrocknet. Ne? Okay. Und das Wichtige ist, deswegen zeige ich es her, wenn man das da mischt, muss der Lehm schön rundum um diese Steine, muss da schön umschlossen sein. Ne? Und wenn man dann das Ganze miteinander verstampft, dann fängt es an, sich zu verbinden. Deswegen braucht man hier einen sehr tonigen Anteil. Ja. Und deswegen ist in diesem, das ist die Mischung ist das hier, und das Ausgangsmaterial ist nicht da, aber es ist ein normaler Gräder, Kies, oder das sind hauptsächlich Granitsteine, die mit dem Lehm und mit dem vermischt wird. Und das ist relativ trocken. Also es ist nicht nass. Und das sind ja alles sehr nasse Techniken und das ist eine relativ trockene Technik. Also der Stampflehm wird relativ trocken eingebracht. Ja. Und dann wird das Ganze verstampft und da sieht man jetzt so ein Muster von so einem Stampflehmboden. So schaut er aus, ohne irgendeine Behandlung. Und dann kommt auf diesen Stampflehmboden dann drauf noch einmal Lehmschlämme, die man dann abzieht und dann wird es poliert. Und am Schluss schaut der Boden so aus. Das wird die fertige Oberfläche sein hier. Dieses Stückel hier. Da ist schon das Wachs drauf. Also das ist komplett staubfrei. Ne? Es gibt so ein bisschen so eine speckige Oberfläche. Und das ist die Lehmschlemme, die es da in diese Fugen hinein gibt, versetzt. Ne? Überall, schließt überall die Fugen hier, ne? Diese Lehmschlemme. Und das wird dann mit einem Wachs, mit einer Wachsemulsion versiegelt. Ist aber auch diffusionsoffen und das kann man dann wischen, das Ganze. Ne? Und hat dann einen Boden, der nicht staubt. Ne? Das sind jetzt unterschiedliche Bearbeiten. Das ist Leinölfirnis. Wir haben da ein paar Tests gemacht und das ist die beste Art und Weise. Das war jetzt welches? Kanuba? Das ist Kanauberwachs. Ja? Dieses Element hier. Und das hier? Das ist auch Kanauberwachs, aber das ist flüssig dichter aufgebracht. Das ist immer zu dicht. Und das ist eine Wachsemulsion und das dichtet den Boden zu sehr ab. Diese, für meinen Geschmack jetzt, diese Wachs, das heiß aufgetragene Wachs. Und das ist eine Emulsion, die mit Wasser vermischt ist. Die ist diffusionsoffener. Ja. Das ist Leinölfirnis, das funktioniert gar nicht. Das schaut überhaupt nicht gut aus. Ja. Das macht's, und da haben wir noch ein anderes Öl, noch, also Steinöl, natürliches verwendet, das kommt aber auch nicht gut. Also das ist sicher das hier die beste Variante. Ne. Wird doch meistens so gemacht mit diesem Kanauberwachs. Früher wurde es so gemacht wie hier, wo wir hier stehen. Das ist auch ein Stampflehmboden hier, ja, also ein historischer. Der ist sicher über 150 Jahre alt, der Boden, den Sie hier sehen. Und der ist natürlich schon ausgewaschen in der Zwischenzeit. Und das war früher der Tanzboden hier, dieses Kirtagbodens. Und der ist
als Nasslehmtechnik aufgebracht worden. Das ist nicht sowas mit Kies, so wie hier, sondern da wird das hier nass gemacht und richtig fest gestampft worden. Ne? Und der Staub natürlich enorm und die Oberfläche ist natürlich nie so hart, wie man das sieht, ne? Da sieht, wie der Boden drin. Ne? Der ist viel, viel härter und kompakter. Ne? Und der Boden hat jetzt auch keine Versiegelung, deswegen staubt er so. Den haben sie dann bei Veranstaltungen, wenn sie hier Kirtage gemacht haben, mit Kreideweiß, das ist so ein Kalk, weißes Kalk, eingelassen, sodass halt der Staub, die Staubentwicklung geringer war. Ja. Das ist die Stampflehmtechnik, die wir kennen im Osten. Und was halt da im Westen, vom Westen kommt, ist diese neue Stampflehmtechnik, wo man halt mit so großen Steinen richtig verdichtet und dann in der obersten Schicht hier sehr stark verdichtet ist, und je weiter man runterkommt, desto weniger verdichtet ist es dann. Ne? Das ist da an der obersten Schicht und die ist sehr, sehr kompakt. Ja, die ist wirklich viel, viel kompakter wie diese andere Geschichte. Da ist noch einmal so ein Beispiel von den Möglichkeiten, wie man da eben mit diesen luftdichten Abschlüssen umgeht. Normalerweise hat man eben Papier oder Folie und dann das Klebeband. Und das ist die Möglichkeit mit diesen Hanflehm, das ist dieses Vlies hier, das da hier in die Ecke gebracht wird, mit Lehmschlemme dann aufgetragen wird. Und das ist da richtig fest dran. Ne? Man sieht es richtig, es ist da ganz fest an diesem Ding dran und das ist komplett luftdicht, da geht keine Luft durch. Ne?